Ganz aktuell aus der Landtagsfraktion. Heute vor 30 Jahren ist das erste Mal der Landtag in Mecklenburg-Vorpommern gewählt worden. Das heißt, es gibt seit 30 Jahren die Linksfraktion in Mecklenburg-Vorpommern. Früher hießen wir Linke Liste PDS, dann PDS und jetzt Linksfraktion. Was ist in 30 Jahren passiert? Was hat die Linke für ein besseres Leben, für ein besseres Lernen und Arbeiten in Mecklenburg-Vorpommern getan? Ohne uns würde es keine Produktionsschulen geben. Ohne uns würde der befristeten Beschäftigung nicht der Kampf angesagt werden. Und ohne uns würde es bis heute kein Schulsozialarbeiterprogramm geben. Das haben wir ins Leben gerufen. Was haben wir noch getan? Wir haben uns für Demokratie und gegen Diskriminierung eingesetzt. Nur durch uns ist ein neuer Artikel in die Verfassung gekommen, der Antidiskriminierungsartikel und der Friedensartikel. Das haben wir erreicht. Wir waren die Initiatoren von vielen, vielen Volksinitiativen. Wir haben sie unterstützt, unter anderem für mehr Kunst und Kultur, gegen den Kahlschlag in der Kultur, für die Gerichtsstrukturreform und ganz aktuell natürlich die Volksinitiative für den Bildungsaufstand. Das alles hätte es ohne die Linke nicht gegeben. Und wir haben es sogar geschafft, dass das allererste Volksbegehren in der Geschichte des Landes Mecklenburg-Vorpommern und vor allem auch das einzige nur aufgrund unserer Initiative dann tatsächlich gestartet werden konnte. Auch hier ging es natürlich um den Erhalt der Gerichtsstruktur in Mecklenburg-Vorpommern. Wir haben gestritten und Maßnahmen erkämpft für den zweiten Arbeitsmarkt, um die Massenarbeitslosigkeit der 90er Jahre zu bekämpfen. Wir haben immer wieder in allen Bereichen uns für Frieden eingesetzt, für Demokratie eingesetzt, für mehr Kinderrechte und für gute Bildung. Ohne die Linke wäre Mecklenburg-Vorpommern ein ganzes Stück ärmer und ein ganzes Stück dunkler.